Ein Dosenöffner, Erdnussbutter, ich sag nix. Was haben wir hier denn alles Leckeres? Nichts. Hm, das ist viel. Oh, ein Kochtopf. Schick. Habe ich bisher noch nicht. Desinfektionsmittel, gerade in der Corona-Zeit. Hm, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Kaffee? Warum schon? Den hätte ich jetzt brauchen können, verflucht. Wonder if this is any good to eat. The Madden-Zippe. Nochmal Chips. Alter, wie viele Chips wir haben. Achso, da habe ich schon geguckt. Es hat nichts leer. Buch, Buch. Ein bisschen Holz. Na. Klauen wir uns erstmal wieder die Kohle. Die Holzkohle. Und ich sage Schuhe. Sollen noch was? Nee. Was haben wir hier? Oh, ho, ho. Vertreibt mal nicht. Mhm. Socken. Blitze. Something's gotta go. Irgendwann muss weg. Ja, vielleicht musst du weg, du Depp, du Elender. Zach denn die Uhrzeit. Ah, kurz vor Abend. Können wir das Haus hier noch durchsuchen und dann gehen wir mal ratzefatze zurück ins Lagerhaus. Schmeißen wir uns das weg und dann gehen wir pennen. Toilettenwasser, lecker. Schmerzmittel ist nichts mehr, nö. Okay. Ist auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und ja. Huch. Das war nicht beabsichtigt. Weihnachtsgarten ist übrigens auch noch im Start. Sieht man bloß nicht. Kann ich den eigentlich. Da hält er wahrscheinlich nicht. Oh. Weihnachtsgard, jetzt ist er am Start. Ist eigentlich noch taghell, ne? Aber der Lagerplatz, Lagerkapazität. Ja, 39 von 33 ist ja ein bisschen überladen. Achso. Moment, ich kann nochmal ganz kurz hier. Zack. Durchsucht. Okay. Das haben wir nämlich schon durchsucht. Brauchen wir nicht mehr rein. Wunderbier. Wunderbier. Moment mal, was? Map. Seht nix. War das die Leiche im Fluss? Naja. Okay. Ja gut, dann gehen wir zurück ins Gemeinschaftszentrum. Schmeißen wir unseren Stuff alles weg. Und dann pennen wir da mal eine Runde. Und dann geht's weiter. So, rein da. Mal zugehauen, das Ding hier. Jetzt reicht's aber zu. Oh, Schmerzmittel. Ein bisschen davon. Da haben wir ein paar. Mit. So, ach du Kaka. Das Brecheisen weg. Dosenöffner weg. Topf weg. Wildniskünste, das könnten wir eigentlich mal lesen gleich. Bevor es dann voll Nacht wird.
Das andere Buch lassen wir jetzt mal. Revolver oder Kleinwaffenhandbuch. Ja, ich hab keine Kleinwaffe. Ich hab nur eine großkalibrische. Da ein bisschen halt, bevor wir die unnötige Kleidung wegschmeißen, schauen wir nochmal durch. Ja gut, die kann nie besser sein, aber gut. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, ne. Ist alles Moch. Ist auch Kaka. Ist auch schlecht. Ja, ne. Ja, ne. Okay. Das heißt, die unnötige Kleidung kann alles weg. Das weg. Ah, das hier. Ein bisschen Essen und Trinken auslagern. Zum Beispiel nochmal so ein Riegel, nochmal Erdnussbutter, nochmal Chips. Mal so eine Dose geschnellte Kondensmilch, Alter. Blöd zum Reden. So, ein bisschen Feuermachzeug hier, zack. Zeitungspapier, zack. 5 Bücher, alle weg damit. Nochmal Streichhölzer, weg damit. Okay. Gut. Können wir ausschlafen? Ja, gut. Dann packen wir uns tatsächlich nochmal. So, nee. Dann nehmen wir uns nochmal das Buch hier, lesen nochmal 2 Stunden, dann ist auch voll Nacht. Da können wir noch ein bisschen wieder noch was essen. Wir machen die Dosentomaten machen wir auf. Ja, weg damit. So. Dann lesen wir nochmal weiter. Ich glaube, da können wir nochmal 2 Stunden lesen, oder? Reicht das? Ja. Reicht. Sehr gut. Wir müssen nur noch 1 Stunde lesen. Gold. Na gut, aber jetzt sehen wir nichts mehr. Not sure why I feel so tired. Ach, halt dein Gosch. Ja, trinkt man nochmal. Komplett aus. Und dann schlafen wir mal 5 Stunden. Acht Tage, 19 Stunden, 19 Minuten überlebt. Cool. Also, warte mal. Boah, fast Mitternacht, ne? Hier ist aber ziemlich hell drin noch, so. Ja, trinken, essen geht. Boah, dann schlafen wir nochmal 4 Stunden. Wohl 3. Aber ich schlafe mal 3 Stunden. Stürmt, wir trinken nochmal. Trinken nochmal so ein Orangen-Dings. Schlafen nochmal 2 Stunden. Dann ist der Sturm vielleicht draußen noch vorbei. Sind wir wenigstens ganz ausgeruht. Immer noch nicht ganz ausgeruht. Können wir nochmal ein Stündchen schlafen? Ja, komm, wir schlafen nochmal ein Stündchen. Jetzt sind wir komplett voll ausgeruht. Easy peasy. Ist der Sturm auch vorbei. Gut. Ach, die habe ich letztes Mal übersehen. Kann's passieren. Genauso wie das hier. Auch noch Revolverpatronen rum. Ich denke immer, das ist eine Waffe, Alter. Das sieht so aus. Ruhe. 30 Kilo können da rein. Holy shit.
Okay, wie sieht's denn aus? 27 haben wir dabei, 35 können wir mitnehmen. Naja. Erstmal die schöne Morgenluft einsaugen. Guten Morgen. Mal schauen, was uns heute im Winterwunderland, Wunderparadies erwartet. Das war so ein Pilz. Da ist nix. Und nochmal ein bisschen Zedernholz. Alter, dieser Specht. Fuck my life, hab ich mich verjagt. Das ist Metall. Wie ist das? Ui. Sonst nix. Aber ich kann mich mal hier hinstellen und mal eine Runde zeigen. Vorratsbehälter. Da wird sogar extra deklariert. Als Maul, Kackwolf. Vorratsbehälter. Hätten wir auch als Lager benutzen können. Wie gehen da rein? Auch nur 30 Kilo. Sau wie die Kiste. Das ist enttäuschend. Steht, wird extra so deklariert. Und extra als eigenes Symbol auf der Karte angezeigt, aber passt trotzdem nur 30 Kilo rein. Das ist ein Teufel. You better take this food. Ja. Beef Jerky. Ist hier nichts. Nichts rein. Nichts. Ist auch nichts drin. Was ist denn das für ein Schlampe-Karren? So aufgeräumte Karren. Ja, Pillen und Beef Jerky im Auto. Es ist ja super. Farm Fresh, Alter. Ist ja billig. Renn da. Was gibt's denn hier? Noch mehr Metall. Schick. Und ein Brett. Was ist das? Holz. Noch Metall. Noch Streichhölzer. Eieiei. Was ist das für eine Kackbude? Ist da nix drin? Das ist enttäuschend. Hm. Doch. Eine Schlampe. Lampe. Was wollte ich gucken? Ach ja, genau, hier. Ja. Ja. Schlecht. Okay, raus. Hier war ja gar nichts drin. Außer ein bisschen Metall. Huch, Weihnachtsgarten ist abgestürzt. No. Durchsucht. Zack. Wunderbar. So, was hat Opa in der Karre? Nichts. Oh doch, eine Spraydose und eine Signalfackel. Wow. I'll be hungry later. Oh, tatsächlich hungry later. Wir müssen mal ein bisschen hat. Fooden. Oh, die ist leer. Können wir weglegen. Ah, komm, wir hauen uns hier ein paar Beef Jerkys rein. Und gleich nochmal so eine Dose. Wow, die bringt ja gar nichts. Ein bisschen Fisch. Nochmal ein bisschen Fisch.
Noch ein Fisch. Und einmal Wasser hinterher. Sauber. Gut. Vielleicht gibt's hier hinten einen großen Stock, sonst nix. Dann gehen wir rein in die Bude. Rein da in die Bude. Rein da. Noch eine Jacke. Jacke. Eine leichte Jacke. Nochmal Spraydose, Alter. Wie kann ich gar nicht versprayen? Wie viel Spraydosen ich hier finde. Ein Kleidungsbündel. Kühlschrank. Und ein Topf. Fleisch mit Bohnen, sehr schön. Yum, 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 yum. Excellent. Wow, Grapes oder Weihnachtsgärt. Immer am Abstürzen, der Junge. So. Kaffee? Verstauchungsrisiko leiden. So. Okay. Oh, okay. Da waren wir schon. Ja, gut. Da war ich auch beides, ja. Was haben wir im Ofen? Nichts. Naja, das ist viel. Nichts ist immer viel. So, was ist hier drin? Schuhe, Schuhe und Schuhe. Die kann ich für nicht gebrauchen. Too heavy. Too heavy, halt's Maul. Wollte mich eigentlich hinbücken, nicht. So. Nochmal Socken, wie viele Socken? Alter. Was ist denn hier? Schlaraffenland, alles voll mit Stuff. In der anderen Hütte war nichts. Ist enttäuschend. Could end up being useful. Nein. Komm, da klauen wir uns auch nochmal einen Liter. Toilettenwasser, ich liebe es. Sehr schön. Salzige, stickige Geschmack. Oh. Schlampe, Lampenöl, Alter. Warte mal. So, ich dachte, da steht noch was drin. Ich fälsche da. Ja, ja, das ist manchmal so. Raus hier. So, haben wir gleich mal wieder hier durchsucht. Der Kirsch, guck dir das an, der Kirsch.